Ich bin bei der zweiten Aufführung des Reitbetriebs von Beate Blunk zu ihrem Theaterstück Valley of Tears. Ja, und ich war mal hier wieder hinter den Kulissen für sie und habe ein paar Leute interviewt, kurz vor der Aufführung, wie sie sich so fühlen. Und außerdem haben wir mal gesehen, wie es, seitdem wir letztes Mal hier waren, aussieht. Ja, ich bin hier mittlerweile schon im Knast, aber sehen Sie selbst. Viel Spaß. Ich sitze hier mit fast allen Schauspielern, die mitgemacht haben und ja, bald ist es soweit. Ich weiß nicht, wie spät es ist, aber bald, ja, bald ist es soweit. Wie fühlt ihr euch bis jetzt? Hallo. Super! Super! Wer ist aufgeregt, der soll sich einmal melden. Ja. So, circa mehr als die Hälfte ist hier aufgeregt und ja, wie haben euch so die Proben allgemein gefallen? So auf einer Skala von 1 bis 10? Ich bin hier mit den Profi-Schauspielern, sag ich jetzt mal. Ja, wie gefällt es euch hier mit uns zu spielen? Super. Ja. Macht sehr viel Spaß. Das hört sich gut an. Wurdet ihr gefragt, also wurde bei euch angefragt, ob ihr hier mitmachen wollt oder seid ihr zu uns gekommen und habt gefragt? Ja, wir wurden gezwungen. Ja, also wir kennen Volker alle schon sehr lange und wir wissen immer, dass der gute Projekte macht und deshalb machen wir da eigentlich auch ganz gerne mal mit. Okay. Ja. Würdet ihr jetzt sagen, dass der gestrige Auftritt flüssig lief, also sehr gut lief, oder dass da schon so ein paar Sachen waren, wo ihr sagt, so ja, da könnte man was besser machen? Nö, der lief super. Ich meine, es läuft nie immer alles so, wie man es geplant hat, bis ins letzte Detail, aber das ist super gelaufen. Ich finde auch, ich finde das jedes Mal wieder erstaunlich, wie man sich bei einer Premiere dann doch zusammenreißt und dass die Konzentration da ist, und ich fand es einen guten Auftritt. Ja, 8 von 10, gute Premiere. Wieso nur 8 von 10? Ich glaube, dass da noch 2 draufgesetzt werden könnten. Heute. Heute. Obwohl, heute ist die zweite. Man sagt eigentlich immer, die zweite Vorstellung ist immer so die lahmere. Aber wir können ja auch einfach sagen, es ist die Deniere. Und deshalb wird das sehr gut. Ihr drei spielt ja so die drei Gangster, die das Dorf übernehmen. Habt ihr irgendwelche Probleme damit, dass man euch so als böse abstempelt? Ihr werdet ja halt auch als böse dem Publikum gegenübergestellt. Ich finde das gut und richtig, dass es das Böse gibt, dass das personifiziert wird von Leuten, die auch wirklich böse sind dann und die dann nicht so, die haben kein gutes Herz. Und es gibt ja auch andere Verbrecher, die in dem Dorf wohnen und die sind eigentlich auch böse und die haben, wenn da $10.000 auf die ausgesetzt ist, haben die bestimmt Leute getötet, aber die sind halt trotzdem die Guten und deswegen relativiert man das auch ein bisschen. Ja, man ist jetzt nicht der Sympathieträger, aber das muss es ja auch nicht sein. Nö, ich finde das gut. Bin gerne Bösewicht. In so einem Stück ist es einfach wichtig, dass es Bösewichter gibt. Also ich meine, das ist eine wichtige Rolle, die ausgefüllt werden muss. Ja. Und da stellt man sich doch gerne zur Verfügung, weil oftmals sind ja die bösen Rollen auch die Rollen, die mehr Spaß machen. Das stimmt. Oder auf jeden Fall, die auf jeden Fall Spaß machen. Nicht mehr Spaß machen, aber die Spaß machen. Sind gestern zu euch noch ein paar Zuschauer gekommen und haben euch irgendwie Feedback gegeben? Nö. Nee, relativ wenig. Ich habe mich eigentlich auch... Ich habe mich nicht gerade versteckt, aber wir haben da hinten, glaube ich, wir haben da hinten wahrscheinlich irgendwie unsere Premiere gefeiert und da kam das nicht dazu. Da waren die plötzlich alle weg. Huch. Okay, danke schön. Bitte, gerne.